Diesen Sommer blickt die Stiftsbibliothek zu den Sternen. Unsere Ausstellung zeigt die Bedeutung, die das Firmament, die Sonne, Mond und Sterne für die Menschen seit dem Altertum gehabt haben. Wir sehen hier einen Globus, wie er im Mittelalter ausgesehen haben könnte. Und zwar ist es ein Erdglobus. Wir haben eine Beschreibung, etwa aus dem Jahr 1015 von Notker dem Deutschen, einem bedeutenden Wissenschaftler hier, der ziemlich genau beschreibt, wie ein Erdglobus damals ausgesehen hat. Und diesen Erdglobus haben wir hier nachgebaut. In der Vorstellung des Mittelalters befindet sich die Erde im Zentrum des Universums und rund um die Erde kreisen Mond, Sonne und die Planeten. Während sie die Kreisbewegungen machen, so die Vorstellung, machen sie Musik. Zwischen den einzelnen Sphären, die sich so drehen um die Erde, gibt es Ganztonschritte oder Halbtonschritte. Von der Erde bis zur Fixsternsphäre ganz außen ist es insgesamt eine Oktav. Und das genau ist erklärt bei Martianus Capella, einem Gelehrten aus dem 5. Jahrhundert, den Notker der Deutsche abgeschrieben hat, bearbeitet hat und auf Althochdeutsch kommentiert hat, wie sich genau diese Harmonie von der Erde bis zur Fixsternsphäre ergibt. Die St. Galler Mönche kannten den Lauf der Gestirne ziemlich genau. Das wissen wir, weil sie astronomische Bücher besaßen und diese ausführlich studierten. In ihren Annalen notierten sie außergewöhnliche Ereignisse. Dazu gehörten Kriege oder Seuchen, aber auch außergewöhnliche Himmelsereignisse, zum Beispiel Kometen oder Sonnenfinsternisse. Ein ganz besonderes Ereignis war die Supernova im Jahr 1006. In den Annalen finden wir einen ausführlichen Beschrieb davon, wie die Supernova von hier im Kloster St. Gallen aus beobachtet wurde, wie der Stern flackerte, während er explodierte, wie er sich hinter dem Santis verbarg, wenn man oben in Drei Linden diese Sternexplosion beobachtete und wie er schließlich dann verschwand.